sagen, welche Sehenswürdigkeiten und also touristische Attraktionen hat Senftenberg für polnische Touristen zu empfehlen? Oh Gott. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, jetzt bin ich gerade nicht... Na, also hier ist der Marktplatz. Ja. Da ist auch eine Kirche. Dann haben wir... Och nö. Ja, was haben wir noch? Ich weiß gerade nicht, frag doch mal so eine älteren Leute oder so. Sehenswürdigkeiten und Touristen. Sehenswürdigkeiten und touristische Attraktionen hat Senftenberg für den Touristen zu empfehlen? Der See am See ist sehr schön. Museum. Museum hier. Was noch? Ins Vital Fitnessstudio kann man gehen, man kann bowlen gehen. Man kann Skifahren gehen in eine Skihalle, in Nostropolis. Eurospiewit Lausitz ist auch. Sehr viele fremde Leute. Fremde. Aber Senftenberg ist schön. Senftenberg ist ja die Stadt am Senftenberger See. Ja. Der Senftenberger See ist auch ein künstlicher See, der aber schon vor über 30 Jahren hier entstanden ist. Und er ist eigentlich auch der Ausgangspunkt für die künftige Entwicklung des Seenlandes, was wir hier haben, was zwischen den Bundesländern Brandenburg und Sachsen entstehen wird. Wir haben die Schifffahrt auf dem Senftenberger See und man hat hier aufgrund der Landschaft auch schon sehr viele Rad- und Wanderwege. Man kann also hier sehr schön auch Radfahren, also aktiv unterwegs sein und im Seenland auch sowieso auch mit Inlineskatern fahren. Also ist alles asphaltierte Strecke. Also das eignet sich sehr gut für diese aktive sportliche Betätigung. Ansonsten haben wir in der Stadt Senftenberg eine Skihalle. Man kann also hier das ganze Jahr Skifahren, wenn man möchte. Und ja, wir haben dann in der Nähe von Senftenberg die Förderbrücke F60. Das ist ein ehemaliges Tagebau-Großgerät. Und da kann man jetzt also dieses Gerät besichtigen. Man kann dort eben bis an die Spitze wandern, bis dann circa 70 Meter über Normal Null. Und das wird also verglichen mit dem Eiffelturm in Paris. Ja, der Eiffelturm ist circa 320 Meter hoch und die Förderbrücke, wie gesagt, ist 502 Meter lang. Und es ist auch eine ingenieurtechnische Meisterleistung, genau. Weil es ist eine riesige Stahlkonstruktion und sehr imposant. Das Radwege-Wandernetz. Und jetzt rein weg von den Touristen, wenn wir das Wetter natürlich haben, kann man super schön baden an dem See. Und das alles, was in Richtung Geierswalde geht, an dem See, kann man dort surfen, segeln. Man kann genauso Jetski fahren oder Quad fahren, reiten gehen. Aber das ist alles so ein Stück außerhalb und es wächst ja erst mit der Zeit zusammen. Dieser Geiersweiler See und dieser Senftenberger See, da soll ja dann eine Verbindung gebracht werden. Ja, also Senftenberg ist so, wenn wir das Wetter gut haben, so wie heute, eigentlich die ideale Sache, um Urlaub mit Sport zu verbringen. Also der Senftenberger See, wie gesagt, den gibt es schon über 30 Jahre. Und es ist ein traditionelles Urlaubsgebiet, besonders für die Gäste aus dem sächsischen Raum, aber auch aus unserem eigenen Bundesland, aus Brandenburg. Und auch zunehmend aus den alten Bundesländern kommen jetzt die Gäste zu uns und schauen sich das hier vor Ort an und sind natürlich interessiert an dem Landschaftswandel, den man hier im Moment auch erleben kann. Weil es ist sehr faszinierend. Wir haben zum Beispiel in Großrieschen, dort ist der Sitz der Internationalen Bauausstellung. Das ist diese Gesellschaft, die diesen Landschaftswandel momentan begleitet. Und dort kann man auch in den künftigen Ilsesee schauen. Da ist erst ein bisschen Wasser drin. Das ist noch im Bau. Ja, der wird gerade noch geflutet. Ne? Und da kann man jetzt noch ein bisschen so das Tagebau-Feeling erleben. Man kann hier auch insgesamt Quad-Touren machen oder auch Jeep-Safaris werden angeboten in dieser Landschaftsbaustelle. Also es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ja, sehr vielfältig das Angebot. Es gibt natürlich, wir haben hier den Eurospeedway Lausitz. Das ist ja die modernste Test- und Rennstrecke Europas. Und da haben wir natürlich auch viele internationale Veranstaltungen. Da haben wir dann auch internationale Gäste. Es kommt immer auf die Veranstaltung an. Aber wir würden uns freuen, wenn uns mehr Gäste aus dem Ausland auch besuchen würden. Thank you.
Ringsherum, es gibt viele Fahrradwege auch und es ist sehr, wir fahren jetzt gleich wieder rum, und es ist sehr reich und sehr schön auch. Und sind Sie hier Touristen? Wir sind Senftenberg, original. Aha. Das ist Besucher, der ist hier zu Besuch, jetzt wollen wir mit ihm fahren. Und es gibt genug, immer mit dem Fahrrad zu fahren. Wir sind auch schon am Geiersweilersee mit dem Fahrrad gefahren, da rum und dort rum. Das war, wir sind sehr zufrieden überall immer. Also machen Sie gerne? Und Radtour, ja. Ja, machen wir sehr viel, ja. Jawohl, jetzt machen wir auch wieder. Ja, auf jeden Fall. Zu erwähnen ist hier Brieske, das ist so eine eigenartige Bauform. Das ist alles im Kreis angesiedelt und die Häuser und die Straßen und Wege, die da ins Zentrum führen. Das ist schon so eine Art Gartenstadt, nennt sich das. Machen Sie oft hier Radtour? Ja, durch das Lausitzer Seenland, was die junge Frau drinnen schon beschrieben hat. Das ist schon attraktiv. Ja. Man kann auch von Bautzen bis hierher mit dem Fahrrad fahren. Immer an der Spree lang. Und ist Fahrrad Ihr Hobby? Nein, eigentlich Schwimmen. Der Spreewald ist ein Biosphärenreservat. Das sind dort zahlreiche Fließe. Also das ist wie ein Flussdelta der Spree. Und man hat dort die Besonderheit, dass man einerseits mit dem Kahn fahren kann. Es gibt typische Produkte für den Spreewald. Das ist die Gewürzgurke, die den Spreewald bekannt gemacht hat. Oder auch der Meerrettich. Ja. Und es ist ein Biosphärenreservat und es wird alles dafür getan, dass dieser Spreewald auch als Naturreservat erhalten bleibt. Ja. Also dass diese Ursprünglichkeit der Landschaft nicht zerstört wird. Also dort ist sanfter Tourismus auch angesagt. Ja, man kann dort Kahn fahren, man kann dort Rad fahren, das ist alles möglich. Aber nicht mit dem Auto? Auto nur bedingt, weil es gibt teilweise keine Straßen. Es gibt auch zum Beispiel, die Post fährt mit dem Kahn von Haus zu Haus und verteilt die Post. Ja, das ist Spreewald-typisch. Wie mit der Alter. Ja, genau, sehr ein bisschen. Es ist ursprünglich slawisches Siedlungsgebiet, aber durch die Entwicklung des Bergbaus sind viele Arbeitskräfte von ganz woanders hergekommen, sodass die sorbische Sprache ein bisschen zurückgedrängt wurde. Aber in dem Raum Hoyerswerda-Bautzen oder auch im Spreewald, dort wird noch sorbisch gesprochen, aber wir leider nicht. Spreewald ist auch sehr interessant, ja, und dort wird auch zum Teil noch sorbisch gesprochen. Und das sieht man auch an den Ortsschildern, die haben die deutschen Bezeichnungen und darunter steht der Ortsname in sorbisch. Also Senftenberg zum Beispiel heißt Slykumero, aber leider steht es auch nicht mehr dran. Nicht viel. Und was machen junge Leute in der Freizeit in Senftenberg? Nicht viel. Pegasus. Pegasus, ja. Und Strand. Was ist Pegasus? Jugendhaus. Und was kann man da machen? Billard spielen, Computer. Und sitzen, Tischtennis spielen, Fußball spielen. Unten kann man eine Probe bei Musik machen. Mhm. Ansonsten gibt es hier nicht viel. Also ist es langweilig? Oder? Ja. Ja. Im Sommer ist nur der See und ja, die meisten fahren dann doch irgendwo anders hin. Wenn sie irgendwo Disco da wollen, dann woanders hier nicht. Zingst. Da war ich eine Woche mal. Das ist richtig schön. Ostsee. Ostsee, ja. Stralsund und weiß rundherum. Ja, nicht Stralsund direkt, ein bisschen weiter weg sollte man schon. Aber in Senftenberg gibt's nichts. Czego dowiedziałaś się z dzisiejszej naszej wyprawy? Co można zobaczyć w Senftenbergu albo w jego okolicach? A więc informacji turystycznej dowiedziałam się bardzo dużo, bo dowiedziałam się, że cały region, w którym leży Senftenberg, a więc to pojezierze łużyckie, kiedyś był pokryty siecią kopalni odkrywkowych, które teraz są zalewane i tworzone są sztuczne jeziora. Tak samo jak tak właśnie powstało jezioro wokół Senftenbergu i od roku 2020 powstaną między tymi jeziorami kanały, więc będzie można pływać pomiędzy nimi kanu, czy kajakiem, czy żaglówką. To oczywiście jest poprzecinane ścieżką siecią ścieżek rowerowych, więc turyści mają tutaj co robić. Mm-hmm. Ale niestety od samych Senftenbergian, że tak powiem, mieszkańców Senftenberga jest dowiedzieć się czegoś ciężko. Naprawdę. No w sumie warto jeszcze wspomnieć o tym, że mają tutaj Eurospeedway, prawda, czyli zawody Formuły 1, samochody, motory, wyścigi i całoroczną halę, na której można jeździć na nartach. Właśnie, tam można sobie pojeździć na nartach, na snowboardzie, albo jak ktoś nie ma żadnego sprzętu, to po prostu saneczkami lub
na tyłku. I wielu ludzi jeździ też rowerami tutaj. Właśnie, turystów, którzy mają rower i którzy robią sobie małą wycieczkę wokół tych jezior jest naprawdę dużo, bo jest tutaj bardzo rozwinięta ta ścieżka, sieć ścieżek rowerowych. Można z tego skorzystać niezależnie od formy, jaką mamy. Ale w sumie no, trzeba przyznać, że mieszkańcy miasta niechętnie chcieli z nami rozmawiać. Oj nie, mieszkańcy uciekali przede mną, myślę, że raczej mam nieprzyjemną twarz i muszę zmienić po prostu może nastawienie, może po prostu wygląd. Twarz. Nie, wierzę, może z braku informacji, może z braku chęci wypowiadania się przed kamerą, mam nadzieję, że to się zmieni. Ale że będą troszeczkę bardziej otwarci. Idąc przez miasto też za wielu ludzi nie spotkaliśmy. Można stwierdzić wymarłe miasto. Właśnie jakaś taka jest pora, 12-13, nie wiem czy właśnie wszyscy jedzą obiad, czy wybrali się do większych miast lub większych jakichś, nie wiem, skupisk turystów, żeby tam spędzić urlop, lub właśnie są na zakupach, lub odpoczywają od tego strasznego upału, który się dzisiaj zaczął. Ale podobał Ci się Senftenbergu? No podoba mi się, nadal jesteśmy, więc podoba mi się. Dobra, to mają fajny plac zabaw. Właśnie, odpoczywamy dalej.